Test the Max heute unter Palmen im Monte Carlo Beach Club. Wir tanken Sonnenenergie mit dem neuen Audi A3 und werden später auch noch in den neuen S3 umsteigen. Was fällt auf beim neuen A3 Cabrio? Hübscher Hintern statt Stummelschwänzchen. Er ist 18 cm länger geworden. Die Zielrichtung ist klar. Man will sich deutlich vom Golf Cabrio unterscheiden. Es geht um den sozialen Aufstieg. Man peilt Richtung 1er Cabrio, wenn nicht gar in Richtung des alten A4 Cabrios. Also, Länge läuft und sieht auch noch eleganter aus. Spezialmerkmal vom neuen A3 Cabrio ist hier der Alurahmen an der Vorderscheibe. Dazu gibt es noch mal eine Alu-Umrandung vom Passagierabteil. Hinten sitzt man jetzt richtig, das ist mindestens Economy Class. Die Kiste ist jetzt absolut bügelfrei und im Kofferraum gibt es keine Blechdose für das Verdeck. Stoff statt Stahlmütze heißt es weiterhin. Das ziehen die bei Audi konsequent durch, finde ich cool. Außerdem ist Stoff wesentlich praktischer, günstiger und vor allen Dingen leichter. Das heißt, der Schwerpunkt steigt einem nicht zu Kopf. Das Cabrio ist also insgesamt länger geworden. Mehr Länge heißt natürlich mehr Blech, das wiederum heißt mehr Geld. Aber dafür sieht es jetzt sportlicher und eleganter aus. Damit kann man sich jetzt sogar auch in Monte Carlo bei Jet und bei Z zeigen. Vom Beach Club jetzt auf die Strecken der Rallye Monte Carlo hier in den Seealpen hinter Monaco. Und da wollen wir gleich mal sehen, ob unser Cabrio hier ein kleiner Rotrunner ist. Wir haben den 1,8 TFSI vorne drin mit 180 PS. In 7,8 ist der auf 100, 250 Newtonmeter. Das reicht sicher nicht zum Klassensieg bei der Rallye Monte Carlo. Aber das Fahrwerk, das haut mich wirklich um. Das ist sowas von neutral und ausgewogen. Dabei kannst du richtig leichtfüßig, präzise und schnell hier um die Kurven marschieren. Das ist also wirklich aller Ehren wert. ESP schalten wir gleich mal aus. Mal gucken, was passiert. Kein Untersteuern. Er schiebt vorne nicht weg. Der saust hier rum. Ich glaube, der Walter würde heute hier mit dem Cabrio bessere Zeiten fahren als damals mit dem Quattro. Das Einzige, was mir nicht so gut gefällt, ist, obwohl wir im Dynamikmodus sind, er ist ein bisschen weich. Ja? Er federt gerne ein bisschen in den Kurven ein. Besonders dann, wenn man so wie wir hier viele Bodenwellen hat. Aber ansonsten muss ich sagen, hält der die Spur, das Heck läuft schön nach. Also Respekt. Ich habe auch das Gefühl, das Fahrwerk langweilt sich mit den 180 PS. Das will, glaube ich, mehr gefordert werden. Was dem Auto auch zugute kommt, ist, er ist zwar 18 cm länger, aber ist 50 Kilo leichter. Ich glaube, für dieses Rezept gäbe es einige Leute, die viel Geld dafür zahlen würden. Also extrem behende und agil geht der Bursche hier durch die engen Ecken. So wie er sich jetzt fährt, ist er zwar noch kein Air Racer, aber auf alle Fälle ein EasyJet. Aber mit 100, 200 PS mehr, so als S oder RS, wäre das ein echter Aero-Flott. Dazu noch diese Straßen hier. Ich glaube, dann wären dem Auto keine Grenzen gesetzt auf der nach oben offenen Spaßskala. Das sind Straßen, wie wir sie meinen. Wir steigen um vom Stoffverdeck auf den Stufenschnitt. Das nächste Mitglied der A3-Familie, das sich auch hier in den Seealpen in Südfrankreich rumtreibt, ist die S3 Limousine. Von vorne wie vorhin, dann allerdings die volle Breitseite. Er hat den langen Radstand vom A3 Sportback. Er ist allerdings nochmal 15 cm länger als der Sportback. Warum? Weil er hier nochmal diesen angeflanschten Frachtraum hat. Stufenhecklimousinen in dieser Fahrzeugklasse kann man mögen, muss man aber nicht. Ich denke da zum Beispiel an den alten Vento oder Jetta. Immerhin ist das Stufenheck die meistverkaufteste Carrosserievariante in der Welt, vor allem natürlich in Amerika und in Asien. Wie sieht er aus, der S3 als Limousine? Natürlich sportlich, ein bisschen brav, wenn nicht gar ein bisschen bieder. Schauen wir mal, wie er beim Fahren ist. Ein Biedermann oder eher ein echter Kachelmann.
dann wollen wir es mal kacheln lassen. Und die Kiste geht ab. Der hat Zunder. Das hätte ich ja überhaupt nicht erwartet. Hier unser kleiner Stufenheckfritze. 300 PS, klar, ist ein Wort. Aus dem 2,0 TFSI, 380 Newtonmeter. Aber dass der so nach vorne geht hier, der hat ja so einen Dampf da vorne im Kessel. Da bleibt mir echt die Spucke weg. In 4,9 ist der auf 100. Seit 380 Newtonmeter. Du musst ihn ein bisschen pushen. Der Turbo will vorgeheizt werden. Sprich, so bei 3,5, 4 hast du hier so das volle Vergnügen. Und dazu dieses Fahrwerk. Der liegt dermaßen satt und neutral hier auf der Straße. Also Quattro, klar, nicht nur Frontantrieb. Quattro ist gerade hier bei diesen Straßenverhältnissen natürlich perfekt. Wir haben viele feuchte Ecken und Kurven hier. Da ist mir das herzlich willkommen. Nachteil vom Allradantrieb ist natürlich immer, dass er irgendwann untersteuert. Das hat er bisher bloß nicht einmal gemacht. Wir waren ja vor kurzem mit dem RS5 unterwegs, auch in den Bergen. Aber der hier, der ist eine ganze Klasse agiler. Der wiegt nämlich 400 Kilo weniger, knapp 1,5 Tonnen. Die Bremsen, die packen zu, als wären es irgendwelche Riesenkraken. Lenkung, Fahrwerk, Bremse, das ist dermaßen perfekt aufeinander abgestimmt. Also wenn dann mal der RS3 kommt, der wird ja Kreise um das alte Modell fahren. Also das ist kein Biedermann, das ist ein Bürgerschreck, weil von so einem Auto erwartet das niemand. Also ich nehme alles zurück, Stufenheck hin oder her, das ist ein echter Kachelmann. Test the Max.